So, herzlich willkommen zu einer neuen The Forest-Folge. Wir sind jetzt seit längerem schon eigentlich in dieser Höhle. Ja, in den letzten 5 Folgen. Und jetzt stehen wir hier vor. Aber, Entschuldigung. Jetzt stehen wir hier vor diesem einem Wasserloch. Babel, und sprachen wir. Und werden nun jetzt nach unten steigen. Hui! Yeah. Bin ich mal gespannt, weil ich, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, oder Witz? Ich mich gar nicht. Und wir waren uns nicht mehr sicher, ob da eventuell noch ein anderes Wasserloch war in dieser Höhle. Ich kann schon wieder nach oben steigen. Ah ja. Oder sind die vielleicht irgendwie auch verbunden? Die sind verbunden, oder? Weil da waren wir schon. Ja. Dann haben wir, aber dann ist es die zweite Wasserstelle und dann haben wir es eigentlich eh schon abgeschlossen, die Höhle. Ja, dann ist die Höhle eigentlich vorbei. Und ich speichere hier nochmal. Aber hier ist ein Pfeil, oder? Ja, genau. Flares. Gut, dann haben wir diese Folge eigentlich keine Höhlentour. Das ist doch auch schon mal gut, oder? Gut, also eigentlich dann in jede Höhle, wo wir schon mal waren, tun wir einfach weiß machen. Hier ist nochmal Medizin. Ach ja, stimmt, das war die Medizinhöhle, ne? Ja, ist jetzt mal dran. Wobei, aber hier war doch irgendwie Medizin, oder war das weiter drin? Oh, Moment mal. Irgendwie? Wo geht's denn hier lang? Ich hab's irgendwie nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Ah, Moment, da. Ach, das ist die. Lol, nee, da waren wir noch gar nicht. Doch, passt. Ja, das ist zu, das ist zu. Ja, das. Hat sich das zurückgesetzt. Die Kraft. Ja, aber das ist doch jetzt eine ganz andere. Nee. Irgendwie, ich bin gerade echt verwirrt. Stirb. Kein. Oh, das sind. Warte, ich schieß mal ein bisschen mit vor. Ich hab denen einen Headshot gegeben. So, das eine Baby ist tot, das ist aber noch eins. Hab ich auch. Was? Hinter dieser Türe war Lagerfeuer. Können wir die Leichen gleich rennen. War das die, oder? Hier ist die Kassette. Irgendwie. Das ist ein bisschen. Leicht verbuggt gerade wieder. Ja, ich glaube, das ist normal. Aber normal war hier auch noch ein Mutant, oder? Hier war dann das Medizinzeug, oder? Ja. Kannst du das mal kurz aufhauen? Ach, was mit mir? Aber hier sind wir auch runtergegangen, oder? Ja. Ja, gut, dann haben wir die Höhle ab. Geschlossen, oder? Ja, hier haben wir komplett abgeschlossen. Oh, da hinten ist noch ein bisschen Wasser, ich weiß. Ja, das Blöde, wenn man halt so im Nachhinein noch reingeht. Keine Ahnung, wie weit man da wirklich unterwegs ist. Aber wenn ich die habe ich wieder doppelt die Kassette, das wäre auch mega doof, ne? Jetzt habe ich 3. 1. Die 1, die 3 Ankunft, und die 5. Ankunft mit der Klasse. Ah, komm, fertig. Wie lange habe ich? 6 fertig. Wieso habe ich eigentlich nur eine Kassette? Nee, die ist. Ach, die eine bleibt in der Ding drin. Okay. Ah, ja. Jetzt mal Snacks gucken. Echt bei mir nicht. Okay. Oh ja, hier ist noch Alkohol und Medizin. Ja, ich kann Medizin haben wir ja. Ich kann auch keine Medizin mehr mitnehmen. Aber Snacks kann ich mitnehmen. Na ja, gut, dann.
Ja. Moment, hier ist man runtergekommen. Ah, hier ist es ja. Gut, dann gehen wir raus, oder? Ja. So. Auf nach oben. Und dann wird in dieser Folge nochmal gebaut. Iha. Oder beziehungsweise wieder entrüstet und. Ja, ich weiß nicht, aber jetzt haben wir eigentlich auch durch diese Sammeltour hätten wir jetzt auch wieder einen Grund, was zu bauen. Und zwar vielleicht noch ein Häuschen. Ja. Mit. Hä, wo bin ich denn? Vor allem jetzt sind wir halt auch gerüstet, mal so Gegner, so Anker. Ja, so Ankerswellen, ja. Hey, ich sehe nichts. Wo geht's denn weiter? Ich sehe nichts. Lol. Hallo? Hier ist unser. Irgendein Seil muss hier sein. Hallo. Ach, hier ist das Seil. Teil. Du musst auf die andere Seite gehen. Leicht verwirrend. Ach da, ja. Boah, okay, ist wieder weit nach oben. Krass. Ja, ich bin unterwegs zu dir. Stockfinster, einfach nur schwarze Bildschirm. Boah, und gleich das nächste Teil wieder hoch. Aber das war jetzt eine extreme Abkürzung, ne? Ultra, ja, also. Die war schon hart, die Abkürzung. Aber eigentlich ist die total sinnlos, die Abkürzung. Aber die Idee ist nicht schlecht. Also, es ist halt wie so eine echte Hülle. Ja. Nicht jeder Weg hat Sinn. So. Lol, es ist Tag. Ich fass es ja nicht. Echt? Krass. Krass. Gut, dann. Ändere ich das hier gleich mal in weiß, oder? Das kannst du in weiß ändern, ja. Gut, dann gehe ich zur anderen Höhle und mache auch weiß. Weil die sind ja komischerweise direkt nebeneinander, die Eingänge da. Weiß, perfekt, so. Ohne laufen zu spielen. So. Aber wenn man die weiß macht, sieht man die gar nicht mehr, ne? Naja. Ja, ist ja eigentlich gut, oder? Ja. Ja gut, weil ich fände, ja klar, irgendwo, wenn wir wieder was brauchen, können wir nochmal in die Hülle gehen und nochmal holen. Wir wissen, dass es da ultra viel Soda gibt, Medizin gibt es auch nicht. Momentan sind wir so ausgerüstet. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwo... Wollen wir dann jetzt da gleich... in die andere blaue Höhle noch gehen, dann hätten wir alle blauen Dinge. Obwohl, da hinten war es. Nee, das sparen wir uns für eine andere Folge. Jetzt bauen wir erstmal ein bisschen. Okay, alles klar. Meistens wird es wirklich zu viel, weil für uns kommt es jetzt nicht so krass vor, weil wir das eigentlich in einem Rutsch spielen. Aber stell dir mal vor, du guckst jetzt von Forest und dann guckst du in Abstand von 4-5 Wochen und dann ist es jedes Mal die Höhle dunkel und. Ja, okay. Es ist dann auch irgendwann. Stimmt. So, ich esse jetzt erstmal. Das ist ein Hase. Hase, ich wollte dich zum Frühstück vernaschen. Woher weißt du, dass es früh ist? Oh. Nein, hör auf, Walter. Nein. Ey, lol. Die Mauer, die hat ja so viel Sinn, Alter. Wenn sie durch die Mauer hauen können. Was für ein Scheiß. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen, dass unser Garten kaputt ist, ja. Willst du?
Wow, wow. Alter, das sind viele. Holy shit. Nein, weg vom Haus. Sie ist positiv, da ist ganz gut. Ah, die wollte ich gerade trinken und essen, aber. Ah, oh, schlagt euch selber gegenseitig, ja. So. Lol, der endlich geschafft! Gegen 30 ja, hab ich auch gemacht. Alter, wenn man die nicht finisht, ne, stehen die wieder auf die. Das habe ich auch nicht gesehen. Nein, gehst du aus dem Garten raus? Nein! Nein! Nein, 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 nein! Oh Mann, es ist meine ganze Rüstung weg. Wow, wow, fuck. Okay, meine Rüstung ist weg, ich bin gleich tot. Ey, das gibt's doch jetzt einfach nicht. Wo kommen die alle? Wow. Oh, oh. Holy shit, sind doch viele, Alter. Als wenn sie mich jetzt noch einmal... Nein, der eine greift das Haus an. Nein. Nein. Und du wolltest bauen! Werden wir zerteilt in der Höhle! Komm her! Nein! Nein! Aufhören! Sorry, dass ich in-game rede, ich weiß nicht warum. Reparier! Tue ich das in-game Scheißdreck weg. Ich weiß es nicht. Die Kuh. Hotkey weiß ich davon nicht. Ach Kuh, okay. Alter, wie viele kommen denn da jetzt? Alter, das noch ist übel gerade. Das ist gerade richtig übel. Das. Okay, aber jetzt. Ganzen Vorteil ist wieder weg. Krass. Okay, komm raus, komm raus. Komm raus. Ah nein, der eine steht auf. Oh was? Lol. Wie, meine Rüstung ist weg. Der hat mich einmal geschlagen. Alter, der Angriff, der hat's gerade in sich gehabt, ne? Der hat mich gerade einmal geschlagen, meine komplette Rüstung war auf einmal weg. Lol. Was? Das ist einfach ein Loch. Oh nee, und gerade das Beet, Alter, was gerade. Ach, Mann. Wo das Aloe Vera noch drin war, oder? Ja. Ah, oh, nee, ey, ehrlich. Alter, das war ein. Aber die Steinmauer hat's mal vollgebracht, ne? Herzlichen Glückwunsch. Glück haben wir es hingebaut, zum Glück. Meinst du das jetzt ernst oder sarkastisch? Ich hoffe sarkastisch. Gut. Magst du reparieren? Lass mich reparieren. Scheiße. Was für eine Kacke, ehrlich. Wo ist denn überhaupt ein Feuer drin? Hast du da hinten noch irgendwelche Leichen oder so? Ja, ganz viele. Hab ich geschnetzelt wie Scheiße. Wo sind die denn? Ah, da. Oh, das war jetzt krass. Wir sind noch gar nicht richtig nach Hause gekommen. Ah, das waren richtig viele. Aber auch meine komplette Rüstung. Ich hatte volle Rüstung fast. Ich auch. Aber die haben mich nicht oft getroffen. Das war der eine, der hat mich einmal getroffen. Einmal hat der eine mich getroffen. Das zack, weg.
Das ist richtig krass. Ich habe mich eigentlich so mächtig gefühlt. Ich eigentlich auch. Die haben uns gezeigt, dass wir wieder auf den Grund der Tatsache. Ja, auf den Grund der Tatsache gebracht. Holy Ach, shit, eigentlich. Scheiße. Vielleicht doch die Mauer bauen. Die darf ich sowieso bauen. Aber die Überlegung war jetzt, ob wir irgendwann hier nochmal was machen an unserem Garten, weil die kommen anscheinend durch den Garten durch. Also durch. Die schlagen die Mauer ein, ne? Das ist faszinierend. Die schlagen gegen die Mauer und machen derweil das Garten kaputt. Also entweder ein bisschen weiter weg von dem Garten. Naja. Ja, aber schau mal, wie weit das eigentlich weg ist. Hat einfach keinen Sinn. Ja, gut. Ja, gut, hier, das. Vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen näher gebaut, aber wenn die hier dagegen haben. Das hat mich ein bisschen. Ach so. Wie viele Knochen brauchst du? Ja, warte. Ich muss mal kurz was reinhauen. Ja, ich habe jetzt nochmal 3 Rüstungen mehr. Weil, wie viele Rüstungen hast du so? 4. Wie viele Knochen hast du? Rüstung hast du noch 4 jetzt. Ja, habe ich mir wieder ergattert. Okay, warte, dann gehe ich auch auf. Lol. Jetzt habe ich noch 5 Knochen. 5? Okay, warte, ich gebe dir schnell 1. Weil ich habe genau 1. Dann hättest du noch eine Rüstung. Wow, nice, danke. Ja, das war ein starker Anfang. Aber Gott sei Dank ist unser Wasserzeug nicht kaputt. Ja. Das Wasserzeug lebt gefährlich, ne? Ist sehr gefährlich, ja. Das ist mal eine blöde Frage. Kann man? Ne, okay, kann man nicht dran. Jetzt habe ich gerade geschaut, ob man Spikes an die Steinmauer dran Ja, da hatte ich auch schon geguckt, das funktioniert nicht. Leider. Ich hau mal einen Fisch rein und noch Fleisch. Ich habe echt Hunger. So. Oh, das ärgert mich aber richtig hart, ne, dass sie da reinkommen. Oh no. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich wollte das Beet reparieren, hab mit dem Hammer einen Busch weggehauen. Oh. Ah, es geht gerade so viel schief. Ja, dann kann ich da eigentlich noch Zeug reinpflanzen. Toll, jetzt fehlt ein Baumstamm. Ich habe leider keine Aloe Vera mehr. Ups. Ein Baumstamm, ja, dann. Ja, gut, wir müssen sowieso jetzt ein bisschen fällen für die Mauer. Ja, vielleicht sollten wir doch jetzt ein bisschen Mauer bauen, oder? Medizin haben wir ja relativ viel. Ich nehme einmal Medizin, weil ich sowieso so viel habe. Das Schlimme ist, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich unterm Kampf Ding mache, also Bombenwerfer oder so. Oh, dafür hast du keine Zeit. Das dauert viel zu lang. Da bräuchten wir Shortkey oder sowas wahrscheinlich. Alter, wie viele Baumstämme wir jetzt brauchen. Fahr! Dö, dö, dö.
Straße oder was? Ist jetzt schon wieder dunkel. Ah, ich stelle mir gerade vor, wie es ausschauen wird, wenn die Mauer so schön. Was machst du gerade? Ich versuche meine Waffe zu verstärken. Ah. Oh, mein Schaden ist schon fast maximal, aber ich könnte es fast. Ich tue Glasscherben an meine Waffe rein. Glasscherben? Hey, wie schaffst du Glasscherben? Mit Alkohol kannst du Glasscherben ranklatschen. Und das macht nur Schaden. Weil Zähne machen plus Schaden, aber minus Geschwindigkeit. Und Glasscherben machen nur Schaden. Und dann tue ich aber noch Federn dran und dann kriege ich noch Geschwindigkeit. Okay, nice. Gut, ich hätte gedacht, man kann nur Zähne drauf machen, das ist natürlich. Mega, ne? 3, 1, 2, 3. Wie behindert die Waffe aus? Das ist unlogisch mit den Federn. Das ist so. Jetzt wird es interessant, wenn ich meine Waffe dann anzünde, verbrennt die komplett? So. Wir sollten am besten jetzt mal schlafen, weil es stockdunkel ist. Ehrlich? Oh, nein. Oh, lol. Okay. Ich sehe nichts. Wo ist der? Speichern. Schau dir dann mal an, wenn es hell ist. Was ist deine Waffe oder was? Ob du zufrieden bist mit der Mauer, weil ich das gemacht habe. Würdest du hier ein Tor reinhauen oder würdest du da hinten beim Garten? Weil ich hätte gedacht, beim Garten würde ich einfach nur eine. Weil da ist eh so wenig Platz und sowas, oder? Oder wie würdest du das so gestalten? Ja, hier kann man das so lassen, ja, das ist gar nicht mehr so blöd. Die Frage ist halt, wie eng wir es hier jetzt machen, wie wir es jetzt hier handeln. Ob wir jetzt einmal wirklich straight da nach unten gehen, ob wir jetzt noch einen Plan hier oder so nochmal ein Haus zu bauen oder also so. Also ein Lager, das hätte ich gern noch bauen. Aber also wollen wir dann so unser Wohnhaus, blöd gesagt, eigentlich auch die erste... Den ersten Ring sozusagen. Eigentlich hätte ich gern, also warte, ich plan mal kurz was, also bitte nicht ausrasten und nicht eskalieren hier jetzt, okay? Na! Ah! Also, du hast noch gar nicht angefangen. Hoppla.
Nein. Ich fange schon mal an, Bäume zu fällen. Ja, mach du mal. Tischheitsbahn, Möbel, Dekoration. Aber ich war mal so hochgebaut. Wenn ich Aber wenn man eigentlich das Baumfällen in The Forest kennt, kann man andere Survival gar nicht. Wo man einfach nur so auf einen Baum drauf hackt und irgendwann halt so Holz raus. Boah, ich hasse sowas. Das ist furchtbar. Das haben sie in The Forest richtig, richtig geil gemacht. Ja, das stimmt. Das macht kein anderes Spiel, ich verstehe es aber. Ja, ich verstehe es auch nicht. Das würde aber so viel zum Feeling beitragen. Mhm. Da haben wir doch einige Survival-Spiele eigentlich hinter uns. Ja, aber oh, was ja. Eigentlich das Abbauen von Ressourcen betrifft, ist echt sehr wertvoll. Eigentlich schon, ne? Also ich kann The Forest nur jeden ans Herz legen, der Survival-Spiele spielt. Ja, das ist echt ein richtig. Aber ich glaube mittlerweile ist es schon bekannt. Gehe ich mal davon aus. Nur das Bauen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig in The Forest. Das stimmt, aber man gewöhnt sich an alles. Aber kann ich hier schon anfangen, die Mauer zu bauen, oder würdest du... Ja, die eine, das geht jetzt mit mir nur hier ein bisschen, also alles gut. Oder soll ich nicht die Mauer bauen, sondern erst das Gebäude dann hier? Welches Gebäude? Was du bauen möchtest. Nee, oder? bau die Mauer. Die Gebäude sind nur darum, um zu einzuschätzen, wie groß wir die Mauer noch machen. Ich will die Gebäude dann noch gar nicht bauen. Okay. Ja, die Frage ist, ob wir dann eventuell irgendwann mal das einschalten, dass die Bäume nachwachsen. Oh, noch nicht. Achso, ja, für die großen Bauprojekte. Ja gut, das wäre vielleicht gar nicht mal so blöd. Für die großen Bauprojekte ist es vielleicht gar nicht mal so doof dann. Weil man kann es ja mal für eine Nacht machen und dann gleich wieder ausschalten. Weil die wachsen ja, glaube ich, über Nacht irgendwie komischerweise. Thank you.
Ja, das könnte noch ein Lager werden, das sehe ich schon, das ist richtig gut. Und ich muss sagen, auch so ein Wohnhaus wäre vielleicht auch langsam. Wo man so Tische. Ja, ich weiß schon, ich weiß, was du meinst. Ja. Das will ich nur. Ich meine, wie groß machen wir unser Wohnhaus und wo? Und wie hoch? Ach so. Gut, stimmt, bei unserer ersten Staffel haben wir. Aber ach, das wäre eigentlich auch richtig cool, wenn es relativ mittig wäre, das Wohnhaus. Ja gut, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Also, wenn es relativ mittig wäre, wie so ein Burgfried. Nee, ja, ich weiß, nee. Und dann ja. So zwei, drei Stockwerke, wo dann wirklich das Wohnhaus eigentlich das größte oder höchste Gebäude ist. Vielleicht. Ich weiß, was du meinst, ja. Man könnte eventuell auch noch so Türme bauen dann? Das habe ich gerade im Sinn, aber ich weiß noch nicht genau, wie wir auf den Turm dann hochkommen. Bei den Palisaden irgendwie so Wachtürme sozusagen. Schau her, ich habe überlegt, in der Mitte so ein bisschen so, weißt du, so ein Aussichtsturm, beziehungsweise so ein Kirchturm. Warte, ich zeig dir mal, was ich meine. Ja, man könnte in der Mitte einen großen Turm bauen. Schau her, sowas wäre geil. Oh, ja. Aber und dann da oben irgendwie schön hell beleuchten und Katapult bauen. Aber da. Ja, Katapult geht gerade nicht, weil da oben ist ein Pavel, ja. Der sieht aber wie so ein Wasserturm schon wieder fast aus. Wäre cool, wenn man so Wasser speichern könnte. Boah, nee, das ist ein Pavillon eigentlich, aber ja. Der ist halt hochgebaut, aber da musst du halt erst mal hochkommen, ne? Und das Ding ist, schaffst du nicht. Kann man da nicht irgendwie so, ein Seil nach oben? Nee. Seil? Oder geht es nur... Es gibt so eine Baumplattform mit Seil und ein Alpines, also es gibt Baumhäuser mit Seilen, aber sonst... Obwohl Kletterseil. Lol. Ich weiß nicht, ob man das an Gebäuden befestigen kann. Was ist das Kletterseil? Also das ist einfach nur wahrscheinlich, ja gut. Ah, und wir müssen die Folge beenden. Oh ja. Und ich habe da noch eine Idee. Ich möchte nur wissen, was du davon hältst. Aber das sage ich dir erst in der nächsten Folge. Ah, so spannend. Wir sollten eigentlich die ganzen Baumstämme in der Nähe von der Mauer eh kaputt machen. Wenn sie nachwachsen, dann nicht, dass sie dann irgendwie über die Mauer dann... Ja, ich weiß, was du meinst, ja. Auf alle Fälle müssen wir jetzt echt die Folge beenden. Los, mach das, was du tust, als letztes und gutes... Stirb, Baumstamm. Stirb. Stirb. Geh halt drauf, du reißes Ding. Das ist doch immer realistisch. Boah, ist die Achsel langs. Leck mich am Arsch, Alter. Alter, willst du nicht kaputt gehen, scheiß Ding? Sind, glaube ich, leicht verfuckt. Na gut, dann halt nicht. Na, das ist ja. Gut. Gut, das Essen. Kann ich eins haben oder ist. Okay. Ja, brauche ich eigentlich. Gut. So, perfekt. Na genau, das darf mich jetzt echt interessieren. Aber das probiere ich auch in der nächsten Folge aus. Okay. Alter, 230 Baumstämme, wenn ich das schon sehe. Ja, da sind viele Bäume weg. Okay, dann. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und da wird mal wieder ordentlich gebaut und Holz gefällt wahrscheinlich. Und ja. Okay. Also ich verpasse. Tschüss. Ciao.